als erster Redner am Wort Gerald Lorca von den NEOS. Das nenne ich Wertschätzung im Parlament. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren im Hohen Haus. Jetzt spanne ich den Bogen wieder zurück zum Petitionsausschuss, wo eine Petition verlangt hat, bei der Zusammenlegung von Städten und Gemeinden eine verpflichtende Volksabstimmung vorzusehen. Es haben ja einige, manche schmerzlich und andere erfreulich erfahren, was die Gemeindezusammenlegungen in der Steiermark für Folgen hatten und wie das bei der Bevölkerung angekommen ist. Dass es auch anders geht, zeigen uns die Nachbarn in der Schweiz. Der Kanton Glarus hatte das Problem, dass die Gemeinden pleite waren, ein Schicksal, das sie mit vielen österreichischen Gemeinden geteilt haben. Und man wollte dem Volk vorschlagen, in der Landgemeinde, wo sich direkt demokratisch die Bevölkerung trifft, die 25 Gemeinden auf 10 zusammenzulegen. Und in der Diskussion mit der Bevölkerung hat ein Bürger sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, warum eigentlich 10? Brauchen wir gar nicht, machen wir 3. Glarus Nord, Glarus Mitte, Glarus Süd. Und die Landgemeinde hat das angenommen. Es geht also, wenn man die Bevölkerung mit einbezieht, mit ins Boot nimmt. Das geht natürlich in der Schweiz viel leichter als in Österreich. Ja, da können Sie den Kopf schütteln, der Beweis ist aber schon angetreten, Herr Bürgermeister. Das geht in der Schweiz viel leichter, weil dort die Einheit für die Einnahmen verantwortlich ist, die auch für die Ausgaben verantwortlich ist. Und die Bürger wissen haargenau, wenn wir uns alles selber leisten, selber eine Bauabteilung leisten, selber einen Bauhof leisten, selber ein Kulturhaus leisten, selber ein Schwimmbad leisten, dann müssen wir es auch selber mit unseren Steuern zahlen. Die österreichische Finanzlogik, wo der Bund den wesentlichen Teil der Gelder einhebt und das nachher verteilt und wo die Landeshauptleute auch in politischen Gnadenakten verteilen lassen, ist natürlich eine andere. Da wird das verschleiert. Und es ist vielleicht auch viel bequemer für einen Bürgermeister, wenn er vor leeren Kassen steht, beim Landeshauptmann zu winken, und es ist für einen Landeshauptmann viel feiner, mit seinen 8 Kollegen zum Finanzminister zu fahren und dem etwas mehr Geld abzupressen. Deswegen gehören einige Dinge geändert. Es genügt auch nicht, wenn wir in Österreich immer von Reformen reden und diese verlangen, aber die Finanzausgleichsverhandlungen hinausgeschoben werden. Wenn man die Reformen nicht politisch durchsetzt und den Finanzausgleich einfach verlängert, ja, dann geht es weiter wie bisher und wir haben den gleichen Ausgabensalat beieinander wie bisher. Wir könnten eine viel modernere Politik machen, wir könnten einen demokratischeren, einen föderalistischeren Staat haben, und daher bringe ich jetzt für unsere Fraktion 4 Anträge ein, die Anträge der Abgeordneten Lorca, Kolleginnen und Kollegen, und zwar einmal zu Finanzausgleichsverhandlungen. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Finanzen sind gefordert, im Rahmen der anstehenden Finanzausgleichsverhandlungen transparent und unmittelbar im Rahmen einer dem Zeitplan angepassten Kampagne über Schwerpunkte, Zielsetzungen, Begleitstudien, Verhandlungspartner, Stellungnahmen und Zwischenergebnisse zu kommunizieren, wobei insbesondere auf Ebene der subnationalen Gebietskörperschaften das Konzept verstärkter Abgabenautonomie in den Vordergrund gestellt werden soll. Dann zu Gebietsgemeinden. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat den Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, welches auf Grundlage des Artikel 120 BVG das Recht der Gebietsgemeinden inhaltlich konkretisiert, zukommen zu lassen. Dann zur Finanzverfassung neu. Die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Finanzen wird aufgefordert, dem Nationalrat eine umfassende legistische Neuregelung der österreichischen Finanzverfassung vorzulegen, die insbesondere deren jetzige Defizitität und Verstreutheit beseitigt und die Zuständigkeitsverteilung zwischen Bundes- und Landesgesetzgeber systematisch regelt. Und dann zu Gemeindekooperationen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, Rahmenbedingungen für Gemeindekooperationen aufzustellen, die es den Gemeinden erleichtern, sich gemeinsam zu organisieren und somit optimal in Bedarfsdeckung und Effizienz zu agieren. Ja, es gibt schon gute Beispiele. Es gibt Gemeindekooperationen auch in meinem Heimatbundesland, gute Beispiele, aber da geht absolut noch mehr. Und je mehr Verantwortung die Gemeinden denn selber tragen, umso eher sind sie auch bereit, diese zu übernehmen. Daher würden wir den Gemeinden diese Verantwortung direkt zukommen lassen. Mehr finanzielle Verantwortung für die Gemeinden in Österreich fordert Gerald Lorca von den NEOS und bringt auch den entsprechenden Antrag dazu ein.